Ja, hallo Freunde, schauen wir uns einmal hier von Jack Wolfskin den Highland Trail XT60 an. Und zwar ist das jetzt hier die Farbe Phantom und zwar ganz genau, ihr lest das schon, der rechte natürlich. Ich habe euch mal den letzten, den ich für euch in der Bewertung hatte, hier mal links daneben gehalten und dann seht ihr schon mal etwas sehr, sehr Schönes, nämlich dass wir hier bei Jack Wolfskin, der Asiate meint es ja immer gut, ne? Das so asiatisches Modell, gibt es überhaupt nichts zu bemängeln, will ich nochmal dabei sagen. Stehe ich auch zu meiner Bewertung, die ich da abgegeben habe von 5 Sternen. Aber natürlich Züge ohne Ende. Hier noch ein Zug und da noch ein Zug und da noch ein Zug. Also das macht einen schon ziemlich nervös, kann ich euch aus der Praxis sagen. Ja, wenn man so eine Geschichte hat, also hier noch ein Zug und da noch wieder was zusammenstecken, haben wir hier nicht. Gefällt. Ich drehe das mal rum, dann können wir auch mal ganz kurz über die Unterschiede eben halt, was die Versteifung Rückensystem anbelangt, sprechen. Ja, Freunde, sprechen wir drüber. Und zwar seht ihr hier, ne, dass der Jack Wolfskin hier an der Stelle wesentlich versteifter ist, auch wesentlich bessere Standfestigkeit hat. Das Ding fällt natürlich immer um. Allerdings gibt es auch einen enormen Preisunterschied. 160 Euro die Geschichte, 80 Euro die Geschichte hier. Und was das Trägersystem anbelangt, gibt es hier eine harte Plastikschale plus 2 Aluminiumstreben. Und hier ist das Ganze wesentlich weicher und ja, hat also hier auch eine Aluminiumstrebe drin auf beiden Seiten, ja, aber das Hartplastik hinten am Rücken ist hier nicht vorhanden. Das ist weder gut noch schlecht, aber ich wollte euch mal so auf so ein paar kleine Unterschiede hinweisen. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir machen wie immer bei mir bei den Videos mit den Rucksäcken hier weiter und ich nehme euch mal so ein bisschen im Detail mit, was habt ihr hier für Möglichkeiten und so weiter und ist die Konzeption gut? So Freunde, dann fangen wir beim Wichtigen an der Stelle und zwar sprechen wir über das Trägersystem. Ich wollte euch aber nur noch mal zeigen hier an der Stelle, sehr, sehr gut gemacht von Jack Wolfskin hier, dass es wirklich mal auch eine Beschreibung dabei ist, dass ihr euch das nicht im Netz zusammensuchen müsst und so weiter. Also wie der Rucksack hier tatsächlich zu nutzen ist und mit allen Zügen und wie hier tatsächlich dann der Trekkingstock, der Wanderstock entsprechend zu fixieren ist und solche Geschichten halt. Und ganz, ganz wichtig hier nochmal, weil ich letztens wieder einen Kommentar hatte, der wieder einer völlig daneben steif und fest behauptet hat, das Schwere gehört hier nach unten. Ne? Also es gibt ja immer wieder Leute, die noch nicht so wie ich sage mal größer 5000 Kilometer Trekking und Wandern und Pilgertouren gemacht haben und dann irgendwas behaupten und in die Welt stellen. Also nochmal zur Gewichtsgeschichte hier vielleicht mal ganz direkt am Anfang für euch. Hier unten am besten irgendwas Weiches rein, ne? Weil es liegt ja auch hier unten mal auf. Was also Rucksack oder sonst irgendwas anbelangt, beziehungsweise hier unten könnt ihr natürlich in dem zusätzlichen Fach Kleidung reintun auch und dann natürlich das Schwere hier mittig fixieren und alles, wie gesagt, so ein wenig verteilen. Gut gemacht, deswegen habe ich das mal erwähnt. Ja, was gab es noch hier? So ein Label natürlich und dann einmal hier, dass der Rücken natürlich verstellbar ist, die Geschichte, und dass ihr hier eben halt einen Schnellzugriff eben halt einen Flaschenhalter habt. Das war das, was hier dabei war. Und wir sprechen über das Trägersystem. So, und fangen wir wirklich hier an. Ihr seht also, dass es ziemlich versteift ist. Ist beim Tragen jetzt aktuell im Neuzustand, das muss man auch wissen, ziemlich hart. Ihr seht also, dass ich hier ziemlich zudrücken muss. Ja, den einen oder anderen könnte es stören, aber es ist Gewöhnungssache und es ist besser so, dass es ordentlich versteift ist, als wenn es dann eben halt zu wabbelig ist. Das muss man auch an der Stelle sagen. So, ihr habt einmal den Brustgurt und der Brustgurt ist auch jetzt neu. Ihr seht also hier diese harte Geschichte, ist also hier einmal so eine Plastikstrebe eingenäht worden. Ja, also hier so ein Plastikstab. Und dann habt ihr den Brustgurt, ne? Das ist also wirklich für viele sehr, sehr wichtig, weil jeder Körper ist anders in Größe und so weiter und so fort. Ja, und da wir hier, ich denke mal, auch im Unisex-Bereich sind, ist das auch für die Damen wichtig hier, ne? Also man kann das hier verstellen in der Höhe, rechts, links und so weiter und so fort. Und hier vielleicht mal auch mal direkt am Anfang was zu den Zügen. Laufen natürlich alle hier butterweich, ja, aber das bekommt auch heute jeder Asiate irgendwo ordentlich hin, also nichts Besonderes. So, hier seht ihr schon, was sich durchgesetzt hat mittlerweile, was an keinem Rucksack mehr fehlt, ne? Ist hier diese Pfeife. Ich frage mich immer bis heute, okay, soll es eher mal sein, um die Hunde zu verschrecken oder um Hilfe zu rufen? Ja, nutzt es, wofür ihr wollt. Okay, dann schauen wir uns einmal unten die beiden Seiten an, einen Verschluss. Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr es tragt, ne, habt ihr ungefähr so, ja, das ist dieses Thema, also es geht, also ihr habt hier wirklich die Taschen komplett an der Seite, nicht vorne,
Ja, das muss man auch mal dabei sagen, weil es natürlich Modelle gibt, die sehr weit eben halt das Ganze gestreckt haben, hier das Polster, dass es wirklich bis vorne geht. Also wenn ich es trage, kann ich es euch sagen, sieht es so aus. Ich habe es nämlich schon mal getragen und auf meine Länge eingestellt. So, dann habt ihr natürlich den großen Vorteil hier vorne, das ist alles konzeptionell, was ich mir angeschaut habe, richtig gemacht bei diesem Rucksack hier, dass ihr das Ganze natürlich hier vorne zurren könnt und zwar eben halt, indem ihr das zu euch zieht, ja, praktisch in die Mitte und hier wieder nach hinten das Ganze lösen könnt. Ne? Das ist dieses Thema, machen wir es gerade eben mal, ja, also das da. Hierbei gibt es dann auch noch tatsächlich Schlaufen, wo das also nicht einfach nur so ein Bändel runterhängt, sondern wo man das wirklich ordentlich ziehen kann, damit ihr es auch wirklich ordentlich zusammenzurren könnt. Passt. So, hier seitlich, große Fächer, gefällt immer super gut, ja. Heißt also, hier an der Stelle ein Riesenfach, könnt ihr euch anschauen. Und hier ist jetzt diese Geschichte, was die gerade gesagt haben, ne? Ist ein neues Konzept, deswegen macht man hier so ein bisschen Werbung für. Ja? Werdet ihr vielleicht noch überhaupt nicht kennen. Ich sag's euch, für mich war es auch neu an der Stelle. So, und jetzt habt ihr eben halt hier die Geschichte und könnt hier, ich hol's mal gerade eben, ja, zum Beispiel hier, ne, da empfiehlt sich natürlich immer Alu, weil das kühler hält, hier von McKinley zum Beispiel. Ihr müsst jetzt nicht McKinley nehmen, aber sowas ist super leicht, wiegt also kaum mehr wie eine Plastikflasche, das vielleicht mal dazu. Und ihr habt zum einen eben halt einen ordentlichen Verschluss. Ihr habt nicht, was euch irgendwann auf die Nerven geht, wenn ihr eine lange Tour macht und ständig aus diesen Plastikflaschen trinkt, werdet ihr irgendwann nur noch einen Plastikgeschmack im Mund haben. Also ganz, ganz fürchterlich und seid es leid. Und greift dann zu gesüßten Getränken. Dann besser sowas hier kaufen. Nur mal vielleicht so ein paar Sachen am Rande aus meinen, wie gesagt, vielen Wochen, die ich da unterwegs war mit so einer Geschichte hier. Also, super gemacht. Gefällt richtig klasse, neues Konzept. Ich finde immer toll, wenn da irgendwo auch in diesem Segment was Neues gemacht wird. Habt ihr dann nur auf der rechten Seite, ja, und auf der anderen Seite, was auch völlig ausreicht, ne, weil dann würde man hier auch wieder einen Platz wegnehmen. Zwei Flaschen, die eine Ersatzflasche kann man ja in den Rucksack packen. Und hier auch wieder ein Riesenfach, was sehr, sehr gut gefällt. So hat man das wirklich. Man kommt an die Seite dran, auch wenn ich es wieder, wie ich gerade gesagt habe, wirklich seitlich ist. Ja, aber so hat man wirklich alles im Schnellzugriff. Ne? Ich persönlich bin so ein Bonbon-Fetischist und da sind dann immer genau Bonbons drin und so weiter und so fort. Also nochmal, neues Konzept gefällt. Hier vorne sind wir durchgefällt auch. Polsterung vielleicht nochmal an der Stelle, auch hier wieder. Gut versteift, ja, seht ihr hier, dass es wirklich auch hier liegend stehen bleibt. Ja. Ansonsten stützt euch das System ja nicht, wenn ihr es eben halt zuzieht, sondern ne, wenn es zu wabbelig ist, habt ihr keine Stütze, hier habt ihr eine Stütze. So, dann hier konzeptionell richtig gemacht an der Stelle, das Ganze sehr, sehr dick, dass es am unteren Rücken, da wo ihr den Hohlraum habt, ne, auch aufliegt. Ja. Und auch das hier mit Mesh. Immer heutzutage mit Mesh, damit da eben halt eine Belüftung entsteht, ja. Und hier das Ganze geht dann einmal hier so rum, bis an die Seite, seht ihr hier. Und dann habt ihr hier den Hohlraum im Rücken, also dort, wo ihr am ehesten anfangt zu schwitzen, dass sich da eben halt das Ganze klimatisieren kann. Also, alles perfekt, gibt es überhaupt nichts zu meckern, die Geschichte habe ich euch gezeigt. So, hier entsprechend auch mal vielleicht die Züge noch mal kurz gezeigt, ne. Also laufen gut, sind hier eben halt auch nochmal mit einer Öse umschlossen. Und hier an der Stelle seht ihr, könnt ihr also dann auch, mache ich immer, wenn mir langweilig ist, stecke ich da die Daumen durch und so. Also nein, es kann man das ordentlich hier ziehen. Ja? So, dann schauen wir einmal hier Höhenverstellung, seht ihr schon. Ja, und zwar haben wir hier einmal XL, XL, LL und dann das Ganze auf M. Und das geht wirklich auch sehr, sehr flugs, aber ihr stellt es ja natürlich nur einmal ein, ja, es sei denn, ihr kommt nachher auf dem Weg zu anderen Erkenntnissen, aber ansonsten wird das hier einmal rausgezogen, ich mache es jetzt nicht für euch hier, weil es Blödsinn ist, aber ihr seht, also es geht hier ganz, ganz locker raus, ja, und dann eben halt in die nächste Schlaufe rein und das jetzt hier natürlich hier oben wäre noch eine Schlaufe da, ja, eine einzige, hier könnte man noch minimal höher stellen, aber das ist ja hier schon XL, ja, hier oben die Trageschlaufe, ich halte sie persönlich für sie nicht so wichtig. Ist okay,
könnte man weicher gestalten, aber ihr könnt diese Schlaufe übrigens immer sehr schön dazu nutzen, wenn ihr Etagenbetten habt, dann haben die meistens oben, ne, so einen Überstandpfosten und dann könnt ihr die Geschichte hier in der Herberge an den Pfosten hängen und habt so den Rucksack immer da, wo er sein sollte, nämlich genau an eurem Bett. Ja, und selbst wenn ihr oben schlaft, hättet ihr noch die Möglichkeit, da mal kurz dran zu kommen. Ne? Zum einen Signal, hallo, hier mein Revier, wenn ihr es zuerst dran hängt und so weiter. So, ich erzähle mal ein bisschen mehr, Leute. Okay, also, schauen wir hier oben einmal, wie schaut es hier aus mit Randzurren und so weiter und so fort. Wir sind jetzt hier auf der höchsten Stufe, ja. Ne? Also üblicherweise ist es immer auch sinnvoll, hier an der Stelle so einen Rucksack eben halt mal locker aufzusetzen hier. Und dann hier an der Stelle ranzuzurren, so wie das Gewicht eben halt, dass es dann wirklich auch eine gerade Geschichte bildet. Ja? Also gefällt, alles nochmal Konzept, völlig richtig, so wie es sein soll. Auch hier, also passt. Ja? Ich werde diesen Rucksack übrigens, sage ich jetzt schon mal dabei, auch in Benutzung haben, auch für längere Geschichten. Und wenn ihr da noch Fragen habt, dann Fragen aber bitte bei Amazon zum Beispiel nicht die Kommentarfunktion nutzen, sondern auf mein Profil gehen, da ist eine E-Mail-Adresse drin, weil Kommentare werden nicht mehr benachrichtigt, leider. So, okay, wir schauen einmal hier rein. Seitliche Öffnung, und zwar hier an der Stelle, ja, habt ihr ein seitliches Fach. Das wäre jetzt auch schon wieder fast optimal für so eine Flasche, wenn ich sie dann wüsste, wo ich sie hingestellt habe. Da vorne ist sie umgefallen. Ja, auch hier würde man an der Stelle also wirklich schon, vermute ich mal, so eine Flasche reinbekommen. Diese jetzt hier nicht. Aber egal, was ihr braucht, seitliches Fach ist da. Nicht zum Durchreichen, aber hier. Ja? Und fast in der Größe, also ich sage mal, eine normale 1-Liter Flasche könnt ihr zum Beispiel, würdet ihr fast schon hier reinbekommen. Würde euch aber stören. Aber wie gesagt, nochmal, ist da. Okay, hier an der Seite, schauen wir mal, haben wir entsprechendes nichts. Können wir die Geschichte hier wieder schließen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Reißverschlüsse. Und hier, was natürlich auch gut ist, dass hier eben halt ein Saum drum ist. So sollte es auch sein, weil ihr neigt ihr natürlich auch an der Stelle da zum Schwitzen und dann wird das hier nass und wenn es regnet und so weiter sowieso, über Regen sprechen wir später noch, beziehungsweise machen wir mal eine Geschichte sofort. Und zwar gehen wir es hier noch, unten nochmal durch. Ein Regencape ist hier vorhanden und dann ist immer so die wichtige Frage, ist es auch in einer Signalfarbe? Ja, ist es, und zwar hier an der Stelle gelb. Es ist hier unten tatsächlich dann auch wieder fixiert, sodass es eben halt, ne, Regen geht ja oft einher mit Sturm und Wind, dass ihr das hier nicht verlieren könnt, wenn es sich tatsächlich mal löst. Ist die eine Geschichte hier und wie gesagt, Signalfarbe ist auch da, also alles passt. Ja? Und es ist ordentlich verstaut, also oft hat man diese Geschichten, dass hier unten sehr, sehr nachlässig gearbeitet wird. Nein, haben wir hier nicht, sondern hier ist es wirklich sehr, sehr schön. Und auch hier ist wieder ein Saum. Toll, gefällt. So, schauen wir weiter hier oben an der Geschichte. Also, den Deckel könnt ihr natürlich abnehmen, was man aber seltenst macht. Aber, was ihr schon gesehen habt, ihr könnt ihn in der Weite natürlich ganz weit hochstellen. Heißt also, vom Konzept her, dass ihr da eben halt noch eure Isomatte reinpacken könnt. Ihr könnt hier euren Schlafsack mit reinpacken, was weiß ich, je nachdem, wie ihr den gerollt habt und so weiter und so fort. Und ihr seht, dass man das Ganze hier relativ weit übertreiben kann, sodass das wirklich extremst hoch steht dann, ja, also dieser Deckel hier. Also, wir zogen ihn jetzt hier mal wieder ordentlich ran, weil es, wie gesagt, konzeptionell ein Kann ist, aber kein Muss ist. Und hier, wie gesagt, könnte man auch noch wieder das Ganze noch mal wieder ein bisschen zusammenführen. Ja, bleibt aber hier dran. So, die Geschichte habe ich euch gezeigt. So, und dann drehen wir uns das Ganze, also seitlich natürlich habt ihr hier alles das Übliche, Leute. Das ist jetzt alles irgendwo, was wir hier durchgehen und teilweise ein bisschen müßig. Ihr könnt es hier öffnen, ne, so offen lassen natürlich auch. Ihr habt hier einmal die Geschichte zum Zurren eben halt auch hier für eure Stöcke und so weiter und so fort. Ja, also auch das passt, ist ja Gummi und ihr habt gesehen, ist hier an der Stelle geklippt. Oder habe ich schon kaputt gemacht? Ich schaue es mir später nochmal an. Damit wir weitermachen können, sage ich euch Bescheid. Nein, sollte also geklippt sein. Genau. Okay, wir drehen es einmal rum, beziehungsweise nein, machen wir hier ruhig weiter an der Stelle. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, so wie es auch sein sollte, den Deckel einmal von hinten eben halt zu öffnen und zu befüllen. Ja, das ist der übliche Weg, dass ihr hier eben halt den Schnellzugriff habt für alle so Dinge, ne?
Brotdose und was da alles eben halt so auf dem Weg benötigt wird, sodass ihr den Rucksack eigentlich nicht öffnen müsst, weil ihr habt hier ein wahnsinniges Volumen. Ich denke, das könnt ihr erkennen. Ja, hier oben könntet ihr auch theoretisch schon, also ist genug Platz für einen Hüttenschlafsack und so weiter, aber nochmal, hier ist eigentlich immer so die Geschichte. Also ich mache es so, dass hier eben halt alles das reinpacke, was ich so auf dem Weg tatsächlich nutzen könnte oder möchte. So, das Ganze hat doppelt geführte Reißverschlüsse, seht ihr hier. Ne? Dann hier eben halt mit diesen langen Clips gefällt. Also müsst ihr nicht rumfummeln. Und auch hier wieder konzeptionell richtig, gerade hier oben für den Regen, weil Spritzwasserschutz habt ihr natürlich hier schon. Ja, heißt also, das Ganze perlt hier ab und das ist das Thema, das eben halt, aber was nützt das? Weil die Achillesferse bei jedem Reißverschluss, bei jedem Rucksack sind die Reißverschlüsse. Und hier ist, das ist Stoff, ne? Da gerät Wasser rein. So, und normalerweise, wenn das jetzt hier runterläuft, ne, ihr seht also, es perlt ab, es ist wasserabweisendes Material, ja, dann hat dieser Saum schon seine Bewandtnis und da sollte er auch sein. Auch hier wieder nochmal, ne, ihr seht also, die Wassertropfen stehen drauf. Also, es hält eben halt so, ja, ich will euch keine Wassersäule nennen, weil das wäre falsch, aber es hält natürlich hier eine ganze Zeit und irgendwann geht es durch und dafür ist dann das Regencape, wenn es ganz, ganz schlimm kommt. Ich hoffe nicht, weil ich bin schon da so manchmal 8 Tage in Dauerregen weitergelaufen. Das ist, wenn man einmal auf so einem Weg ist, ist es halt so. So, hier drüber von innen versuche ich euch gleich reinzuhalten. Ich kann dieses Modell nicht rumdrehen, leider aufgrund eben halt der Hartplastikschale, die hier hinten verbaut ist, die ich euch jetzt auch noch mal eben ganz kurz zeige. Ja, hier schwer zu sehen, aber das hier ist eine Hartplastikschale. Und zusätzlich gibt es eine Aluminiumstrebe, die kann ich euch aber gleich mal eben zeigen von innen. Ja, aber das hier, wie gesagt, nochmal eine Hartplastikversteifung. Okay, ein bisschen Hartplastik heißt natürlich nicht, dass es unflexibel ist. Ihr seht, es hat immer noch Flexibilität. Ja? Okay, drehen wir es mal rum und schauen wir uns mal die vordere Tasche an. Dann seht ihr hier, okay, das ist so ein, oh, ja, stylisch. Ja. Also in Dreiecksformat gemacht. Mir würde es auch reichen, wenn es also so bis hier rumging und ich hier runterklappen kann. Ist Geschmackssache. Aber ihr seht, okay, zum einen so gut gemacht. Und zum anderen habt ihr hier drin noch ein separates Fach. Heißt also, ihr könnt hier noch was verstauen und den Rest eben halt hier vorne verstauen. Und auch hier wäre es eben halt, ihr habt schon gerade eben Beladung gesehen, ne, konzeptionell richtig, doch durchaus etwas Leichteres rein zu tun. Ja, Thema ist, ne, wenn ihr den Schlafsack nach unten verstaut, so wie ich es immer mache, dann müsst ihr erstmal in der Herberge viel rumgroßen. Aber Leute, einmal reingroßen, rausziehen, gut ist. Also auch da kann man vieles übertreiben, was also solche Geschichten angeht. So, dann schauen wir einmal und zwar gehen wir jetzt einmal her, öffnen die ganze Geschichte hier und zwar in unserem Schnellzugriff. Ja? Das haben auch viele nicht, deswegen muss man das hier auch mal wieder ganz positiv erwähnen, dass ihr hier einen Schnellzugriff habt, ne? Zum Beispiel sagt ja gerade Herberge, mich würde es nicht stören, oben reingehen, Rucksack rausziehen, Schlafsack rausziehen, gut ist, ja. Aber hier habt ihr es und könnt so eben halt, okay, euch diese Geschichten raussuchen, die ihr gerade braucht. Hier gucken wir uns gleich von oben an, nein, wir gucken uns das jetzt hier an, also hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, hier gibt es nochmal ein Klett, ne, irgendwas zu fixieren, was ihr da fixieren wollt, in aller Regel ist das so gedacht, ich denke mal, ich weiß es nicht, aber ich denke mal für einen Schlüssel oder irgendwas, was euch wichtig ist an der Stelle. So, dann kommen wir zu dem Rückensystem, ihr seht es hier, es wölbt sich hier nach oben, ja, aber nochmal, Flexibilität ist durchaus da. Nicht sehr viel, aber sie ist da. Und hier habt ihr jetzt diese Aluminiumstreben. Das Leergewicht gebe ich euch eben noch, und zwar 2190 Gramm von mir gemessen. Und XT60 soll euch sagen, vermute ich mal, so sehe ich das hier vom Volumen her, 60 Liter, aber ich sehe es eher nochmal das dazu als 60 Liter plus. Ja, also wenn man das Ganze jetzt hier komplett betrachtet, würde man eher also auf 75 und mehr kommen, weil wir hier unten ja noch ein Fach haben, was wir uns gleich anschauen. Okay, hier nochmal Alustrebe. Dem einen oder anderen stört es vielleicht, der möchte es raus haben. Könnt ihr rausziehen hier an der Stelle. Spart ein wenig Gewicht. Viel ist das nicht. Aber wenn jedes Gramm zählt auf so einer langen Tour, kann man das mal überlegen. Ja, ihr müsst es aber vorher ausprobieren, ob es euch liegt oder nicht. So, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Staufer. Ja, auch hier nicht sehr viel, was also hier zu machen ist an der Geschichte. Also hier oben wird es ziemlich eng, aber man kann hier irgendetwas verstauen, was einem wichtig ist, Papiere, sonst irgendwas. Also viel geht hier nicht rein.
Dafür ist das Hauptfach gedacht. So, meine Lieben, auch hier brauche ich euch nicht sagen, also da hat man konzeptionell natürlich jetzt hier keinen Fehler verbaut. Wir haben natürlich diese üblichen zwei Züge. Ne? Ihr seht also hier nochmal auch hier immer alles vernäht und versaumt und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, gibt es das Wort versaumt überhaupt? Keine Ahnung. So, okay, Leute. Zurren, ja, hier immer mit einer Schlaufe. Ihr habt gehört, also das geht also super, super fix. Ne? Und aufmachen könnt ihr es einfach, indem ihr das hier eben halt entsprechend festhaltet. Ne? So, hier einmal die Geschichte, genau dieselbe, äußere Geschichte, ne? Innen. Ich denke, das ist klar. Und dann machen wir es einmal außen. Und auch hier seht ihr wieder konzeptionell, okay, sollte das an für sich einigermaßen zugehen. Tut es auch. Okay. So, ich würde sagen, ich hole mal ein bisschen Luft, wenn ich jetzt die ganze Zeit so schnell für euch rede, nur damit ihr schneller eben halt durch seid mit dem Video. Das ist das Thema. So, hier innen gibt es nochmal so ein bisschen Hilfestellung auch. Nicht schlecht gemacht, ne? Warum den Platz nicht nutzen? Notrufnummer und Europa und China, dann hier eben halt keine Hilfe, Hilfe und wie ihr euch dem Helikopter nähern sollt und so weiter und so fort. So, dann machen wir die eine Geschichte hier auch noch, da sind wir durch, hier eben halt auch mit unserem Deckel. Ihr habt hier einmal noch einen großen Reißverschluss, könnt das Ganze hier öffnen und habt hier innen nochmal ein Fach. Und auch hier ist nochmal ein Karabiner und jetzt vermute ich mal, der ist hier für den Schlüssel gedacht, ganz genau. Wofür ihr das Teil jetzt hier nutzt, ich weiß nicht, ja, Trinkschlauch, denke ich mal, wird eher nicht der Fall sein. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, ich weiß es nicht, auch ich weiß manchmal das nicht. So, hier, Schlüssel, das ist das Thema, ja, ist heute in den meisten Rucksäcken integriert. Es gibt so ein paar Standards, die sich mittlerweile alle durchgesetzt haben. Hier innen brauchen wir natürlich keinen Saum, ich denke, das ist klar, ja. So, habe ich euch alles gezeigt, hier natürlich auch, ne, die Geschichten. Ja, man kann sowas natürlich noch massiver machen, noch stabiler machen, riesen Schnallen machen, aber das wird ja alles nachher gewichtstechnisch, fällt das ja ins Gewicht. Ne? Und deswegen sage ich lieber, das reicht, mehr braucht man nicht. Wichtig, dass diese Geschichte hält und das tut es, habt ihr gerade gesehen. Ja, und ich hole mal Luft und wir sprechen noch ein bisschen. So, zum einen wollt ihr wissen, hat er es schon geschrottet oder hat er es nicht geschrottet? Nein, ich habe es nicht geschrottet, weil ihr könnt es hier natürlich wieder abklippen, die Geschichte und wieder dran klippen. Ja, das mal dazu. So, dann schauen wir uns jetzt wirklich einmal noch hier das untere Fach an. Und zwar auch hier wieder konzeptionell natürlich alles richtig gemacht. Also das ist ja das ganz kleine 1x1 eines Rucksacks. Also da braucht man jetzt nicht besonders heller zu sein bei Jack Wolfskin, um das hier richtig zu machen. Ja, insofern lassen wir das jetzt hier und gehen wir da nicht so besonders drauf ein. Wir öffnen es einmal an der Stelle. Schauen wir mal, habe ich hier irgendwas? Nein, also lässt sich gut lösen. Ja, und die Clips sind auch wirklich straff. Ja, das ist immer so ein Thema, zu straff, zu laff. Aber ihr habt es ja gerade gesehen, als ich es demonstriert habe. Ja, und dann habt ihr auch hier wieder Saum, doppelt geführte Reißverschlüsse. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hier kein Saum drum ist. Ja, hier oben seht ihr, wenn das natürlich aufgebläht ist, ne, dann steht das hier hoch. Ne? Da ist so eine Art Saum, so eine Art Abdeckung drüber. Aber hier fließt das Wasser natürlich relativ flott runter. Das ist dieses Thema. Es kommt dann hier unten irgendwann an, ja, und würde dann hier reinlaufen. Und hier ist dann wieder eben halt Saum drüber. Also insofern konzeptionell okay. So, dann schauen wir mal hier rein. So, und zwar habt ihr hier einmal das untere Fach. Ich schaue mal gerade, Reißverschluss vorhanden. Ja, ne? Der eine oder andere sagt, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Also nochmal, konzeptionell würde ich sagen, also, dass wir bis hierhin, also 45 plus 15 kommt nicht hin. Das ist also für mich größer. Aber nimmt XT60 als 60 Liter und das ist ja schon eine Masse. So, also Reißverschluss, ja, beide, also wirklich stabile Reißverschlüsse eingebaut hier an der Stelle. Kann man das Ganze hier einmal öffnen und ihr könnt das Ganze jetzt hier einfach so wie ein Sack natürlich hier beladen. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, das nicht so zu tun, sondern hier unten eben halt in dem unteren Fach Kleidung reinzupacken. Dann sind wir auch in der Gewichtsverteilung da, wo wir hinwollen. Heißt also an der Stelle einmal unten was Leichtes und ne, da eben halt und dann wieder später was Schweres. So, hier unten seht ihr, geht das Trägersystem durch, das Trägersystem, deswegen 2,2 Kilo. Nimmt schon ein bisschen was auch in Anspruch, weil der Rest des Materials ist ja sehr, sehr leicht gehandelt. Und auch hier seht ihr nochmal, ne, Saum plus Saum, ne, also hier unter der Geschichte, hier Reißverschluss eingenäht, also passt. Ja. Und
Gibt es noch Besonderheiten? Nein, hier unten ist das Regencape drin, was ich euch gezeigt habe. Und hier Trägerplatte, Trägersystem. Und ich sehe jetzt nichts, keine neuen Features, wie man neudeutsch sagt, die da irgendwo zu erwähnen wären. Also das alles hier unten ganz klassisch eben halt dann später zum Zurren und so weiter und so fort. Aber nochmal Reißverschlüsse, ne? Das ist immer so mein Lieblingsthema, weil das machst du dann irgendwo ja hunderte Male und dann sage ich immer, das muss laufen. Bei Regen sage ich auch immer wieder noch dabei, macht es ganz, ganz viel Sinn, die Reißverschlüsse irgendwo hier unten zu lagern und nicht hier oben in der Mitte, ne? Weil es dann eben halt ein bisschen aufsteht. Ja, das mal dazu. Also, ich hoffe mal, dass ich euch jetzt hier alles gezeigt habe. Konzeptionell alles richtig. Ich habe euch vorher gezeigt, 80 Euro Rucksack, hier 160 Euro Rucksack. Das habe ich deswegen auch gemacht, weil es ist natürlich so, dass ihr hier, ne, Jack Wolfskin, wobei manchmal auch die Sachen, ne, gute neue Konzepte dabei sind, wie mit der Trinkflasche und so weiter, natürlich mitbezahlt. Das muss man sagen. Ne? Also ich sehe hier ein paar große Vorteile, die in der Versteifung hier liegen, was also das Trägersystem anbelangt. Ne? Das werdet ihr zu schätzen wissen, die großen Taschen werdet ihr zu schätzen wissen. Nicht zu viele Züge werdet ihr zu schätzen wissen, sondern das, was klassischerweise da ist, mit ein paar Innovationen, wie die Geschichte, die sich so langsam durchsetzt hier und so weiter. Ja? Aber nicht mehr wie nötig. Da sage ich immer Daumen hoch, alles andere wird euch irgendwann auf dem Weg auf die Nerven gehen. Ja? Aber nochmal, Jack Wolfskin bezahlt ihr natürlich mit. Qualität ist top, aber ja, gefühlter Preis, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt so die asiatische Konkurrenz mit dazu nimmt, wäre dann vielleicht irgendwo, wenn man mal den Namen weglässt, 120 Euro. Also müsst ihr jetzt entscheiden, okay, komm, dafür, dass das eben halt, ne, da habe ich aber schon eingepreist, dass eben halt hier bei den 120 Euro das Ganze hier alles ein bisschen besser gestaltet ist. Auch hier seht ihr die Schulterpolster, ne, von, also rückwärtig von Seite, also hier ist das Ganze schon ziemlich dick gehandelt. So, und dann zahlt ihr noch ein bisschen was für Namen, aber ich denke, es lohnt sich, ja, das würde ich mal sagen. Und ich weiß jetzt nicht, 160 Euro müsst ihr selber überlegen, ob es das dann für euch wert ist. Also ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn ich es für 160 Euro gekauft hätte. Ja, ich habe hier ein kostenloses Muster erhalten von Amazon eben halt und sage, okay, wenn ich es gekauft hätte für 160, wäre ich trotzdem zufrieden und würde das Teil auch behalten, weil es alles super ist, so wie es gemacht worden ist. Also es gibt überhaupt nichts zu meckern. Es geht immer noch eine Schippe besser. Man kann immer noch mal überlegen, ob man mal bei Deuter guckt oder sonst was. Aber da zahlt man noch mehr für den Namen. Und so viel besser ist es dann auch nicht. Ja, Leute, ich hoffe, wie immer, ihr könnt was damit anfangen. Jetzt alles Gute, bleibt gesund und tschüss.